Georg Deigl in der vierten Minute bereits das 1:0 erzielt. Kurz darauf dann auf das 2:0 gedrückt. Was waren im Endeffekt dann die Gründe, dass man das Spiel trotzdem 1:3 verloren hat? Ja, erstens mal haben wir unsere Zweikämpfe großteils verloren. Das ist nicht gut. Und wir haben sie nie wirklich. Ja, wir haben einfach schon viel bessere Spiele gespielt. Und dann in der zweiten Halbzeit hätte man eigentlich schon früher das ganze Ding entscheiden können, aber haben es nicht gemacht. Soriano hat gefehlt, Kampl hat gefehlt, Rotne hat gefehlt. Also im Vergleich zur letzten Startelf, man hat es ersetzen können, aber 1:1 gleichwertig. Soriano in der Form kann man schwer ersetzen. Aber ich sage mal, wir haben einen ziemlich ausgeglichenen Kader, der nicht umsonst riesig ist, wie alle sagen immer. Deswegen vielleicht lasse ich das überhaupt nicht als Ausrede gelten. Du hast kurz vor Schluss beim Stand von 1:2 eine Doppelchance gehabt, zum 2:2. Ja, wie gesagt, beim 1:1 habe ich schon eine Chance gehabt mit einer von Goal hin. Ich muss einfach nur chippen. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe, aber ja, kann nicht jeden anderen machen. Die Austria hat 3:1 gewonnen. Nächste Woche kommt die Austria zum Spitzenspiel. Da geht es dann Zweiter gegen Erster. Was ist die Marschroute für das Spiel zum Sonntag? Ja, die ist unverändert. Wir wollen unser Spiel durchziehen und die Austria ist eine Mannschaft, die mitspielt, die gut spielt, genauso wie wir. Und ich hoffe, dass wir das bessere Ende für uns haben dann. Okay, danke.